Wir kommen sie wahrscheinlich nur mit einem Hilfsmittel hoch. Greifhaken oder was? Ach, jetzt bleibt's unten. Jeden Speicherstand kannst du sagen, hätte ich das mal vorher gemacht, dann würde ich da nicht wieder zurücklaufen. Gut. Konferenzraum. Wenn es nicht der Greifhaken ist, kann ich ja wieder den anderen Spielstand starten. Ja, kann ich mich ja zurücksetzen. Ich habe in der letzten Session zu viele Speichersteine, Farbbänder verbraucht. Gleich, wenn ich oben bin. Heilpflanzen! Heilpflanzen! Yay! Jo! Tatsächlich. Das ist die Sache, kommt da unten ein Gegner, ist da unten gleich wieder ein Speicherpunkt. Safety first. Ich muss es tun. Gehen wir runter in den Keller, ins Labor.
Bitte. Nur die Tür öffnen. Alles klar. Das heißt zurück. Und jetzt die Farbbänder safe. Diese Mechanik mit den Charakterwechseln. Im ersten Resident Evil, was wir danach spielen, gab es dieses Wechseln noch gar nicht. Resident Evil Zero ist das einzige Spiel, wo es das gibt. Ne, das habe ich jetzt falsch gesagt. Resident Evil Zero ist ja vom Erscheinen her neuer. Resident Evil 1 kam Ende der 90er, das hier kam 2002. Ja, und... Das heißt, der erste Teil ist nicht so modern von den Mechaniken. So, wir gehen runter. Und wir haben jetzt einen Speicherstand mehr. Ein Farbband mehr als sonst. Auch nochmal Farbbänder. Oh, jetzt haben wir wieder 9. Ui. Wäre das davor nie geschehen. Geiz, das ist toll. Ja, das ist wirklich super. Bibliothek. So. Neues Level, letztes Level. Was ist denn hier noch im Raum? Markus Tagebuch 2. Herausgerissene Seite. Vorsichtig wie ich bin, habe ich meine Babys in eine Spezialkapsel gesteckt. Aber bei mir sind sie nicht sicher. Ich muss sie verstecken. Ein Eichenblatt verstecke im Wald. Die Katze lässt sich nur mit einem speziellen Verdünner öffnen. Wenn's das Handlangern, wird das niemals gelingen. Wenn da die Rede von den Igeln ist, Benz hat's geschafft. Mal Greifhaken. Dass wir den plötzlich wieder brauchen. Was mehrmals? Tagebuch des Laborleiters. Heute gemäß Markus Befehl Zugangscode für Plattform geändert. Ich fragte ihn, worauf der Code basiert. Er sagte, es hätte was mit dem Wachstum seiner Kinder zu tun. Aber er ist ein Einzelgänger, nicht verheiratet und hat auch keine Kinder. Was meinte er bloß? Heilung wäre nicht schlecht. Ach nö. Da war eine Karte.
Da ist wieder ein Speicherpunkt. Jetzt quasi den auch jetzt mir sparen können. Vorhin unten. Ich will aber erst noch mal speichern, wenn Rebecca dann wieder hier ist. Bei mir. Da werden auch wieder Farbbänder sein. Wieder drei. Ist die Flasche. Vorhin hatten wir das Benzin. Okay, ich schätze mal, Plattform kann man irgendwie drehen. Ah, hier ist auch Benzin. Sammler fällt mir das schwer. Überhaupt eine Waffe habe. Schlossen, die können sie nicht öffnen. Hier kann ich noch rein. Bitte keine Gegner. Was sind diese Kapseln? Igelwachstum, 3. Februar 78. Habe 4 Igeln Tee verabreicht. Zunächst leben sie als Parasiten und Raubtiere, dann vermehrten sie sich. Dank dieser biologischen Merkmale sind die idealen Kandidaten für Biowaffenforschung, ansonsten kann. Bei Verabreichung von Tee sind 7 Tage vergangen. Größere rapide verdoppelt. Erste Anzeichen der Verwandlung. Vermehrung erfolgreich. Ihr Anzahl verdoppelt sich in einer Stunde, aber ihr Heißhunger führt zu Kannibalismus. Schnell Futtermenge erhöht, aber 2 wurden gefressen. 7. März. Habe ihnen Lebendfutter gegeben, aber die Hälfte verloren, weil Lebendfutter sich wehrte. Die Igel lernen jedoch aus Erfahrung gehen zu gemeinsamen Angriffen über. Keine Anzeichen mehr von Kannibalismus. Ihre Entwicklung übertrifft alle Erwartungen. 22. April.
Individualität der Igel selbst bei Fütterung nicht mehr präsent. Sie bewegen sich als Gruppe. Fressen mit erstaunlicher Effizienz alles, was ich ihnen gebe. 30. April. Ein Mitarbeiter hat meine Experimente entdeckt. Sind Menschen als Futter geeignet? Wie reagieren die Igel? 3. Juni. Das war vor 20 Jahren. Ein denkwürdiger Tag. Heute haben sie mich nachgemacht. Sie erkennen also ihren Vater. Wunderbare Kinder, ihr gehört mir allein. Scheint sich um ein Gerät zu haben, mit dem Gas ins Zimmer nebenan gepumpt wird. Im Moment ist das Gerät leer. Ich würde sagen, starten nochmal neu. Mit Billy auf Warnung bleibt. What? What? Das war knapp. In dem Moment, wo Billy beides aufgesammelt hat, hatte war das Zombie unten. Das war's. Hey. Wieder ein Dokument. Untersuchungsbericht Dr. Marcus, Mitbegründer mit Präsident Spencer von der Umbrella Corporation. Dann ist dieser Verrückte, der Präsident von Umbrella, vor 10 Jahren verschwunden. Das wussten wir bereits. Und dann hat er ihn mit diesen Mitteln wieder zum Leben erweckt. Als Zombie. Die Ergebnisse seiner Forschung wurden seither unter Verschluss gehalten. Der Grund wurde hier in der von Dr. Marcus geführten Ausbildungsstätte deutlich. Nun, nicht direkt hier, sondern im Keller. Alles wurde klar, als wir dorthin gingen. Wir fanden den Beweis für Dr. Marcus' Arbeit an einem T-Virus-Prototypen namens Progenitor. Scheinbar nutzte er jahrelang Mitarbeiter des Unternehmens als Versuchskaninchen. Wir wissen nicht, wie viele er für seine Arbeit missbrauchte. Doch den Indizien zufolge waren es mindestens 20 Personen. Alle diese Zombies, die hier rumlaufen. Einige wurden absichtlich getötet, um das schreckliche Geheimnis zu wahren. Der derzeitige Aufenthaltsort des Doktors ist unbekannt. Angesichts des rapiden Wachstums der Umbrella Corporation in der letzten Zeit vermute ich stark, dass diese Forschung noch läuft. Ja, dein Experiment lebt und wächst im Geheim. Diese Dinger, die Früchte seiner Arbeit, sind überall in der Anlage. Die restlichen Seiten des Notizbuchs fehlen. Eine Notiz fehlt uns.
Level 2. Man alle, man auch an ein Volk. Diese Tür ist mit einer Bürste von Markus verziert. Ein Sockel ist eine Öffnung für irgendein Objekt. Der OP-Tisch wurde umgeworfen. Das ist scheinbar erst vor kurzem passiert. Aufzug zum Transportieren von Objekten. Er scheint mit der Bibliothek verbunden zu sein. Die Bibliothek schicken? Ja. Wieder voll. Sag ich jetzt nur, wie geht's weiter?